So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Map geht es um die Shiree Farm. Ne? Die möchte ich euch gerne mal näher zeigen, um zu gucken, wie sie so ist. Wir fangen natürlich hier am Farmhaus an. Ne? Da geht ein bisschen Musik am Start. Und ich zeige euch mal nach und nach, was ihr hier so alles habt. Ne? Hier Musik hört man jetzt, ne? Ein bisschen TV-Sendung und so weiter. Hab diesen John Deere Pickup am Start, ne? Dann habt ihr den Hühnerstall, ne? Also mal nach gehen wir hier auf dem Hof zu. Da kommen einige Gerätschaften, ne? Klaas Quadrant, ne? Quadrat. Quaderballenpresse, genau. Düngestreuer haben wir hier. Dann haben wir hier noch ein Pickup, ne? Dann haben wir einen Gesteinsbrecher. Ne? Könnt ihr eure Steine brechen und daraus Kalk gewinnen. Ein Tieflader für eventuelle Big Packs, Paletten oder Arbeitsmaschinen. Dann haben wir hier einmal einen Glasladewagen. Ne? Mit Siliermitteltank. Einen Krone-Häcksler mit zwei Aufsätzen jeweils. Ne? Dieser hat jetzt schon 223 Stunden drauf. Boah. Dann haben wir hier noch ein bisschen Deko rumstehen. Ne? Hier haben wir noch unsere Sämaschinen, Einzelkorn mit Tank. Dann haben wir hier noch einen Grubber stehen. Einen Arion 660 mit Frontgewicht. Dann haben wir hier noch einen 8-Schar-Flug. Ne? Am Start. So, dann haben wir hier unseren Glasdrescher. Ne? Dann haben wir hier den Axion 69 mit Frontgewicht. Und dann haben wir hier noch zwei Stück stehen. Ein Axion 870 und ein Axion 830 mit jeweils ein Frontgewicht dazu. Dann haben wir hier die Werkstatt, könnt ihr hier alles reinfahren und reparieren und so weiter. Ne? Dann habt ihr hier den Krone Big M, ne? Am Start. Und dann gehen wir mal hier rüber. Dann kommt so nah noch mal mehr Sachen. Dann haben wir hier noch einen Telelader von Glas am Start. Ein Radlader vom Glas am Start. Hier haben wir die ganzen Anbaugeräte, eine Silageschaufel, Telelader-Schaufel, die Gabel, ne? Palettengabel und Ballenspieß am Start. Ne? Dann haben wir hier natürlich Sämaschine mit Tank vorne, Güllefass, ne? Mit Schleppschlauch. Dann haben wir hier noch einen Fliegelhänger und einen Krampe. Kipper, einen Ballensammelwagen für Quaderballen, ne? Dann haben wir hier unser Schneidwerkswagen mit dem Schneidwerk von Glas, ne? Hier ist unsere Tankstelle am Start, Treibstofftank, ne? Ist mit 50.000 Liter gefüllt. Dann haben wir hier noch unser Silo für Korn, ne? Silo ist leer. Dann haben wir noch zwei Fahrsilos hier, ne? Mit Besen dazu. Mistplatte für den Kuhstall. Ne? Ihr könnt ja die Gülle holen. Kuhstall hat wiederum mit Fütterungsroboter am Start. Da könnt ihr hier einfach die Ballen reinschmeißen. Geht natürlich auch. Und so sieht das Ganze halt von oben aus. Also hier, wie gesagt, Fahrsilos, Kuhstall. Die ganzen Gebäude. Die ganzen Geräte. Ne? Innerstall. Und so weiter. Genau, das war jetzt zum Beispiel am Anfang. Ne? Damit haben wir jetzt am Anfang hier diese Sachen alles am Start. Ne? Im Prinzip alles, was wir brauchen, von Häcksler, von Mähtechnik, Radlader, Mähdrescher, Traktoren und so weiter. Wir haben aktuell 1654 Slots verbraucht. Im Prinzip bei allen Sachen, die man so braucht. Was auch schon interessant ist, auf jeden Fall. Ne? Dann haben wir auf jeden Fall verschiedene Sachen hier. Ne?
dann hat die DLC, haben wir hier keins drauf. Ne, brauchen wir auch nicht. Genau. Und der Hof ist halt ziemlich mittig gehalten. Ihr habt hier im Hintergrund noch eine schöne Deko von einem alten Hof, was auch interessant ist. Ne? Und dann habt ihr am Anfang mehrere Felder. Also 3, 1, 36, 35. Und hier die Stück noch, dann in der Ecke. Ne? Und ich fange mal einfach mal hier oben an. Hier haben wir, hier oben haben wir die Biogasanlage. 500 kW. Dann haben wir zwei Durchfahrsilos am Start. Ne? Könnt ihr schön Silage machen. Ja? Habt auch die Sammelstücke dabei. Mal gerade gucken, ob wir die haben. Ne, die müsste man wieder kaufen. Ne, genau. Und doch, die haben wir. Ich sehe gerade, die haben nicht nur die Biogasanlage, sondern auch viel verschiedene andere Sachen dabei. Die Schreinerei haben wir am Anfang, ne? Die Müsli-Fabrik, die Getreidemühle, die Molkerei, die Biogasanlage, 500 kW und noch eine Biogasanlage mit 500 kW. Schreinerei haben wir am Start, die Spinnerei und die Gesteinswäscher. Ah, ihr habt ja zwei Biogasanlagen am Start. Ulla, ulla, ulla. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Zwei Stück. Oha. Genau. So, dann haben wir hier oben noch etwaige Stelle, sehe ich gerade. Haben alles hier hingesetzt. Ja. Schweinestall mit 270 Schweinen am Start. Hier ist bestimmt dann noch einer. Ne? Na, genau. Dann habt ihr hier noch einen Unterstand, also so eine Art Halle. Wo ihr halt die Sachen lagern könnt, Zuckerrübenschnitzel oder Kartoffeln und so weiter. Ja. Dann habt ihr hier noch Unterstände für die Ballen zum Beispiel. Ja. Haben wir hier noch einen Dieseltank, ein Kornsilo für etwaige Mais, Gerste, Hafer, Raps zum Beispiel. Na, dann kann man hier mal weitergehen, dann könnt ihr hier... Oh, stehen alte Traktoren rum. Ja, auch schon interessant. Könnt ihr halt auch hier noch einen kleinen Hof machen, einen Schweinehof. Ja, und, schon interessant sowas. Hier habt ihr halt auch noch einen anderen Hof hier oben. Ja, könnt ihr halt den auch bewirtschaften, wenn ihr das möchtet. Und habt ihr noch eine Pferdekuppel, habt ihr natürlich auch noch am Start. Pferdestall. Groß, ja. 14 Pferde könnt ihr hier einbauen. Das Deko steht und Drescher rum. War interessant ist auf jeden Fall. So, dann haben wir auf jeden Fall hier, habt ihr natürlich verschiedene Felder am Start. Die Frage, hier haben wir Verkaufspunkte verschiedene. Können wir mal von oben gucken. Ah, hier haben sie einfach hingesetzt. Okay, Pizzeria, Schreinerei. Bauernmarkt und so weiter. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Scheier Schrebergärten. Was ist das denn? Ah, habt ihr eine Verkaufsstelle? Ein paar Häuser hier. Hm. Ja, von oben gucken. Habt ihr so kleine Schrebergärten? Okay, geht auch. Ist wieder hier so ein bisschen britisch gehalten irgendwie. Mit wiederum Hecken und so weiter. Habt ihr hier die Molkerei, die Getreidemühle, die Müsli-Fabrik, die Schreinerei, Hackschnitzel. Ja. Dann habt ihr hier noch Wald, den könnt ihr eventuell abholzen. Ein bisschen Wald am Start. Ja. Dann habt ihr hier riesige Grashölder. Und ihr habt hier glaube ich noch den, genau, hier ist S-Markt, Viehhandel, Werkstatt, stehen noch ein paar LKWs drin. Und eine Glaswerkstatt sogar, okay.
Genau, hier könnt ihr halt die Fahrzeug reparieren und so weiter. Ja. Tankstelle habt ihr ja auch, ne? Supermarkt, Viehhandel. Ja. Könnt ihr hier auch eure Fahrzeuge reparieren. Ja. Ja. Und so weiter und so weiter. Genau. So, dann hätte man das hier schon mal auch. Dann haben wir hier noch Shiny Corn, könnt ihr hier euer Korn verkaufen. Hier an der Ecke. Dann habt ihr hier noch einen Schafstall groß hier hinten in der verbaut. Ja, dann sehe ich gerade, habt ihr wiederum auch noch einen Hof hier. Zwei Unterstände, drei offene Unterstände. Ja. Könnt ihr hier Schafe betreiben. Und wie gesagt, ihr könnt Holz machen. So ein kleiner Holzplatz hingestellt worden. Auch schon nice. Und die sind halt immer Deko-Sachen verbaut. Können wir mal einfach mal über die Karte gehen. Ne? Wie gesagt, die Felder sind wieder mega groß. Auf jeden Fall. Hier so rüber. Ne? Genau. Kann man ja mal zum Beispiel nochmal hier hingehen. Ja, wie gesagt, hier ist der Hof. Und hier könnt ihr halt mega viel Gras machen, weil ihr habt schon mehrere Felder zur Auswahl. Ja. Könnt ihr Gras machen oder ihr macht halt Mais drauf oder so. Pflügt ihn um. Oder macht Häckselgut draus. Geht dann natürlich auch. Und wie gesagt, hier ein paar Felder. Können wir mal gucken, ob wir Missionen machen können. Genau, hier haben wir verschiedene Missionen. Feld 17 oder Feld 53. Ne? 17 hier oben. Oder auch 53 hier an der Ecke. Genau. Wie gesagt, ihr habt ja alles verbaut, ihr habt ja alles drauf, was ihr braucht. Und ist auch schon interessant. Auf jeden Fall. Jetzt gucke ich mal an, wo da hinten noch die Straße runter ist. Hier so rüber, genau. Wo ist das denn jetzt hin? Ja, genau, hier die Straße runter. Und dann kommen hier noch so ein paar kleine Sachen, ein paar Deko-Sachen. Ne? Auch so wieder ein Stück Wald. Und hier weiter geht, kommen noch Wälder. Dann kommt hier unten noch was. Ne? Hier habt ihr noch zwei Unterstände. Und hier habt ihr einen See, da könnt ihr ein Wasser holen zum Beispiel. Falls ihr jetzt mal Wasser braucht oder so. Ne? Und wie gesagt, das hier sind die Felder. Und aber auch schon wieder interessant ist. Auch schon wieder schön groß gehalten. Gut ab. Genau. Ja, mal gucken, die Geräte haben jetzt zum Beispiel der 25 Stunden drauf. Dieser hat 334 Stunden drauf. 223. 251. 83,3. 111, 16,6, 83,3, 163,9, 36,1, 66,6 und da wie gesagt auch wieder 25 Stunden drauf. Die anderen Geräte kann man ja im Shop mal gucken, ne? Und alles andere geht dann so. Wie gesagt, das war jetzt auch mal die Shaggy-Farm. Das ist zum Teil auch wieder ein Glashof. Auch interessant ist, ne? Und wie gesagt, falls ihr gerne Fragen habt, Anmerkungen oder mehr, könnt ihr diese gerne in die Kommentare reinschreiben. Besucht mich gern auch auf meinem Discord, ne? Und für etwaige Projekte mitzumachen, mitzuwirken und seid auch dann Teil der Community. Und
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.